Ich zeige dir heute, wie du eine Keramikfliese bohren kannst, ohne diese zu beschädigen. Ganz entscheidend für den Erfolg deines Unterfangens ist die Wahl des richtigen Werkzeugs. Auf keinen Fall solltest du so eine Schlagbohrmaschine mit einem Steinbohraufsatz verwenden. Selbst wenn du ohne Schlag bohrst, ist die Chance groß, dass die Keramikfliese absplittert. Schon besser eignet sich so ein Akkuschrauber mit einem Diamantbohraufsatz. Da habe ich aber zwei Nachteile. Der erste Nachteil ist, ich kann leicht abrutschen. Und der zweite Nachteil ist, ich kann die Geschwindigkeit, die Umdrehungszahl dieses Akkuschraubers nicht so genau einstellen. Die beste Alternative meiner Meinung nach ist so ein Akku-Winkelschleifer mit einem M14 Diamantaufsatz. Hier hinten kann ich die Geschwindigkeit dieses Akku-Winkelschleifers sehr genau einstellen und ich mache das meistens so auf die mittlere Stufe oder etwas tiefer, damit sich dieser Bohrkopf nicht so schnell überhitzt. Diese Aufsätze gibt es in verschiedenen Größen. Das ist jetzt ein 6er Loch und die haben hier hinten immer so ein M14 Gewinde, das auf diese Akkuwinkelschleifer passt. Am Ende des Videos gebe ich dir noch einen Profi-Tipp für die Verwendung dieser Diamantbohraufsätze. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Hier werde ich gleich das Loch bohren. Wichtig ist, wenn ihr mit diesem Winkelschleifer an die Wand ansetzt, dass sie nicht gerade von vorne kommt, weil sonst könntet ihr sehr einfach wegrutschen. Ich komme hier so leicht schräg, bis er sich ein bisschen reingefressen hat. Und dann mache ich so halbrunde Kreisbewegungen, bis ich die Fliese durchbohrt habe. Ich zeige euch jetzt das einmal direkt vor. Die Geschwindigkeit hier auf einer relativ langsamen Stufe. Wenn ihr die Fliese jetzt durchbohrt habt, ist es ganz wichtig, dass ihr mit diesem Akkuwinkelschleifer nicht einfach weiter bohrt, weil sonst könnte sich dieser Diamantbohraufsatz sehr stark abnutzen, wenn ihr da unten auf Beton oder Backstein oder sonstiges Material trefft. Um weiter zu bohren, nehme ich jetzt meine Schlagbohrmaschine mit einem ganz normalen Steinbohraufsatz und jetzt kann ich durch diesen Untergrund bohren, egal ob das Beton oder Backstein ist. Ihr müsst auch keine Angst haben, dass die Fliese absplittert, wenn das Loch gut durchbohrt ist bei der Fliese und ihr den Steinbohrer gerade hält, dann kann nichts passieren. Ich zeige euch das gleich mal vor. Nachdem ich ein Loch gebohrt habe, nehme ich immer so ein Glas Wasser und kühle diesen Bohraufsatz einmal kurz ab. Einfach, damit sich dieser nicht zu sehr überhitzt und abnutzt. Jetzt gebe ich dir noch wie versprochen den Bonustipp. Diese Fliesenbohrer sind immer mit Wachs gefüllt. Das macht der Hersteller, damit sie nicht so schnell überhitzen beim Bohren. Der Nachteil ist jedoch, dass sich Bohrstaub zusammen mit dem Wachs verdichtet und so den Bohrer innen drin verstopft. Darum schmelze ich diesen Wachs jeweils immer raus und ich kühle meinen Bohrer ganz einfach mit einem Glas Wasser zwischen jedem Loch. Wenn sich dann trotzdem mal ein Stück von einer Fliese festsetzt, kann ich das ganz einfach mit einem dicken Draht von hinten rausstoßen. Wenn da noch Wachs drin wäre, würde das nämlich nicht funktionieren. Abonniere den Kanal und aktiviere unbedingt die Glocke für regelmäßige Tipps und Tricks und schau noch in die Videobeschreibung für das benötigte Werkzeug.